Cool. Also, keine Zukunft für die Hungernden. Die Athener lagern Ressourcen in Kisten ein, ein leichtes Ziel, um ihre Kriegsbestrebungen entscheidend zu behindern. Ja, genau. Ja, lese mal den Chat. Ich lese mal den Chat. Okay, wo war ich stehen geblieben? Genau, jeder wie er mag, fand das ziemlich. Warte mal. Also ziemlich alle Waffen nice zu spielen, wobei Äxte und Hämmer am coolsten waren, fand. Ja, da wird der Fall hat er gefallen. Wenn du kritische. Ja, achso, ja, das habe ich gelesen. Zumindest bei meinem kleinen Level 22 oder so. Ido da fällt Dino und Flo sind 12. Ich kann nichts gegen diesen Kommentar sagen, weil es teilweise stimmt. Geh mal kurz zu Fähigkeiten bei Assassine und suche den Skill für mich raus. Okay, mache ich gleich. Gut. Mache ich gleich. Erreichen der Helden. Piraten töten. Töte die Bastarde. Ja, gerne. Aber ja, okay, nur noch 2 Stunden. 20 Stunden. Das werde ich nicht schaffen. Mache ich mal das da, das da. Ja, die sind alle mit Zeit. Okay. Fähigkeiten, Fertigkeiten, Fähigkeiten. Du meinst den auflandenden. Warte mal. Das präzise Attentat wahrscheinlich, oder? Mit dem Schwert. Das da? Der ist geil. Ein Angriff mit einem Einzelnen, der die ganze Kraft von Leonidas schwer. Ach so. Da wird gerade ein Stuhl rumgerückt. Okay, das ist eigentlich echt cool. Gut. Okay. Dann gehe ich mal hier. Ein Herz aus Stein. Das ist hier gleich da drüben. Das ist echt cool. Oh, ein Esel! Kann ich den reiten? Nee. Die sind nicht böse, oder? Nee. Ich war zuerst hier. Hau ab! Der Nachkomme wird mich wählen. Zum Glück spiele ich Cassandra. Hier sind alles Frauen, oder? Ach, bis auf einer. Oder? Sonst sind alles Frauen. Wir sehen uns dann bei der Auswahlzeremonie, meine Damen. Vor allem hoffe ich, dass du kommst. Lass mich raten. Er ist reich. Das ist Aetios, der Spross der einflussreichsten Familie auf Chaos. Und morgen ist die Zeremonie zur Wahl seiner Gemahlin. Ich brauche Eros Segen, damit er mich wählt. Du willst sein Vermögen heiraten? Nein, meine Liebe gilt Aetios, nicht seinem Reichtum. Mhm. Ja. Wieso zum Glück spielst du Cassandra? Weil ich habe am Anfang nur die Frauen gesehen, also die Frauenversammlung. Also den einen Mann habe ich nicht gesehen. Und da dachte ich, ein Mann würde hier auffallen. Ja, aber sein Reichtum schadet auch nicht. Ich glaube dir. Ja, nee. Selbst wenn deine Liebe für ihn echt ist, haben die Drachmen sie verstärkt. Nein, ich liebe ihn wirklich. Bete lieber wie alle anderen auch. Nein, ich muss ihm auffallen. Wenn ich dasselbe mache wie alle anderen, werden mich weder Eros noch Aetios erwählen.
Ich muss etwas tun. Egal was. Irgendwas? Ja, egal was. Oh. Eros? Bitte. Seine Ohren sind taub vom Geplapper dieser Frauen. Lass mich helfen. Ich bin eine Hexe der Hekate, der Göttin der Zauberei und Magie. Ich habe das Richtige für dich. Einen Liebestrank. Die ist so eine hohe Birne. Ist ja nicht so, als hätte er sie von allen direkt angesprochen, ganz genau, dass er auf sie kommt. Und die Tante so, oh Gott, ich hoffe, er will mich. Das könnte lustig werden. Stifte sie an, Tobi. Was? Ich soll sagen, es könnte funktionieren. Oder Liebestrank ist ein Mythos. Oder ich esse mal kurz Schokolade, während ihr überlebt. Überlebt? Kuschkus. Tja. Ist doch eh egal. Okay. Ich habe schon Seltsameres erlebt. Ich kauf ihn dir ab. Bitte, verkauf ihn mir und lass es die anderen nicht hören. Ich brauche dein Geld nicht. Ich verkünde Hekates Werk kostenlos. Aber ein Liebestrank wird für den Kunden maßgeschneidert. Ich muss ihn erst brauen. Nur für dich. Und sobald der letzte Tropfen deine süße Kehle benetzt hat, strahlst du eine pure, unwiderstehliche Schönheit aus. Aetios wird sich sofort in dich verlieben. Zuerst brauchen wir zwei Dinge. Ein Fass vom besten Wein und ein paar wilde Pilze. Ach, wo kann ich das auf die Schnelle finden? Ich bin sicher, die Söldnerin wird es dir gerne besorgen. Bitte, Söldnerin. Bitte, du musst mir helfen. Im Namen der Liebe. Und für einen Haufen Geld. Ich gebe dir alles, was ich habe. Wenn Aetios mich wählt, werde ich dir sogar noch mehr geben. Oh. Die Kassandra einfach nur so. Oh, wie gut. Ja, na, regel das selbst. Nee, ja, okay, dann sammle ich halt ein paar Pilze. Schön. Ich besorge die Zutaten für deinen Liebestrank. Der beste Wein ist ziemlich vage. Wo finde ich ihn? Kürzlich ist ein Schiff mit teuren Weinen an Bord gesunken. Sieh dich im Wrack in der Piratenbucht um und du findest ein paar Fässer, wenn sie nicht schon von Piraten gestohlen wurden. Das Wrack liegt vor der Westküste der Insel. Wo finde ich diese wilden Pilze? Nein, nein. Eine Lieferung ganz spezieller Pilze ist im Zolllagerhaus eingetroffen. Hol mir ein paar von denen. Wow, okay. Das reicht. Ich werde alles besorgen. Exzellent. Triff uns beim Tempel auf dem Hügel, wenn du fertig bist. Hauptsache nicht sowas wie Hirschzunge und Bärenhoden und so. Das ist schon mal ein Fortschritt für Ubisoft. Gut. Was ist das Lager? Die wilden Pilze müssen irgendwo da drin sein. Warte mal. Ich will mal kurz schauen, ob er wieder den Typen angreift. Ah, okay. Der... Okay, gut. Warte mal. Ich will mal kurz schauen, wer das ist. Ach du Scheiße. Ist das die? Kapeos, die, der Schlanghaarige. Oh, das ist ein Dude. Geringe Schaden durch Attentate. Okay. Wegen seinen dunklen Lockenschopf und seinen leuchtenden bernsteinfarbenen Augen hinterließ
Kephios, der Schlangenhaarige. Der Schlangenhaarige. Bei seinen sterbenden Opfern den Eindruck, sie blickten Kysaro ins Gesicht. Wunderschön. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Beschreibung tatsächlich auf Kephios zutrifft, ist gering. Aber es ist die einzige, die wir haben. Ah, weil seine Schlangen Haare haben. Aber bescheuert ist er so oder so. Ah, schön. Bist du jetzt mal fertig? Guten Tag. Hi. Ich bin hier. Ja, wo bist du? Ja, wo ist er? Ja, wo ist er? Hä? Ja, wo ist er? Ja, wo ist er? Wieso treffe ich ihn nicht? Ah, da war ein Reifen. Ein Rad. Ja, komm. Ja, fein. Komm hier hoch. Ja, ja. Schön. Ja. Mhm. Gut. Hier bin ich. Ich habe dir gerade zwischen die Eier geschossen. Das war daneben. Komm her. Ja, ja, fein. Oh, das war ein bisschen zu lau. Oh Mann, triff ihn doch richtig. So wie er dich. Au. Oh. Jetzt lass mal hier. Na komm. Ja, fein. Komm her. Komm her. Ja. Mhm. Gut. So. Jetzt hier. Siehst du etwa auch nicht? Da. Ich will auch einen Speer. Und der Speer ist richtig gut gegen Dolche. Aua. 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 Au. Au. Oh, du lucky dude. Oh. Kommt einfach auf dem Feld auf dem Feld. Na komm. Ja, hier. Stell dich hier hin. Sehr schön. Irgendwie wollte sie gerade nicht reden. Das ist in Ordnung. Komm her, komm her. Komm her. Auf, jetzt komme ich zu dir und trete dich. Ja, also. Mann, was für eine schwere Geburt so ein Tritt ist, ne? Das ist halt echt krass. Ich will deinen Helm haben. Ich will deinen Helm haben. Naja, okay. Ah, gut. Dann fangen wir mal da an, wo wir aufgehört haben. Alter, da sind ja ziemlich viele. So. Ist es tot noch ein Egoist? Das Lager der Hafenbehörde. Suche ich mal nach diesen Pilzen. Ich weiß, deshalb frag ich doch. Was
Die sind draußen. Halt dich lieber fern von hier. Der Kerl, von dem ich erzählt habe, schließt sich uns vielleicht bald an. Für den scheint es gerade nicht so gut zu laufen. Das müssen sie sein. Obwohl, sie nicht gerade essbar aussehen. Okay, da wäre ich sowas von tot. Wenn ich auf so ein spitzen Ding gesprungen wäre. Gut. Ja, klappt doch alles. Klappt doch alles so wie geplant. Ein bisschen. So, jetzt müssen wir das Schiffswrack und offensichtlich sind... Das Wrack mit dem Wein. Ich hoffe, die Piraten waren noch nicht hier. Ja, sieht aus wie Wölfe? Wie Wildschweine. Ach, die machen ja nichts. Und die machen sicher auch nichts. Oh, ich könnte mal... auf den Baum klettern mit... Sind das Granatapfel? Ja. Lecker. Genau, zum Tempel hochklettern. Okay. Weil da gibt es einen Ausblickspunkt. So. Das muss das Wrack sein, von dem sie gesprochen hat. Gut, die stehen alle zusammen, ne? Das ist ein bisschen unpraktisch für mich. Ein bisschen arg unpraktisch. Ja, dann machen wir es halt offiziell. Ihr werdet angegriffen. Bitte geht in Deckung. Oh nein, sie haben mich entdeckt. Sehen die mich noch? Warte mal. Hier. Ich will die nur ablenken. Dann hole ich mir den Wein. Wein und wilde Pilze. Das war alles. Ich sollte jetzt zu dem Mädchen und der Hexe am Tempel. Warte mal, wo ging... Wogegen kämpfen die denn? Wieso sind es nur noch zwei? Hi! Ah, die wurden angegriffen von einem wilden Viech. Das ist ja schön. Also, der wird krass. Ah, der Arme. Von der wilden Katze und ein Wildschwein. Au. Bist du geschnappt, lieber? Entschuldigung, da ging es mir ja gerade durch. Guten Tag. Oh, tja, bist du jetzt, weißt du nicht mehr wohin? Untersteh dich.
Ich warne dich. Wenn du mich angreifst, sehe ich ganz leicht den Bogen. Naja, er hat mich angeschaut. Das ist unhöflich. Genau, ja genau. ganz genau. So, dann wollen wir mal. Ach, da ist ja schon wieder ein Böser. Warte mal. Ah nee, warte. Was ist denn los hier? Wer ist das? Wer ist das jetzt? Ah, Lydia, die verdorbene Närrin. Lydia! Schön. Hoher Schaden durch Attentat. Oh, gut. Lydia, ich komme zu dir. Lydia. Lydia. Lydia! Das ist wahrscheinlich voll blöd, weil das kaum jemand kennt. Aber die Kronk kennen und anschauen, kennen das. Lydia. Und ja, hoher Schaden durch Attentat ist halt also so richtig gut. Die ist halt schon in der Rinne. Dam. Lalalalala, Lydia, grüß Gott. Ja, ich weiß. Deswegen bist du ja hier. Nein! Nein!